Die Fallzahlen sind im Moment sehr hoch. Das führt dazu, dass viele Menschen beruflich ausfallen, dass auch vergleichsweise viele Menschen schwer und langwierig erkranken, möglicherweise Spätfolgen erleiden oder sogar sterben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation in den kommenden Wochen verschärft. Manche Kliniken könnten an ihre Grenzen kommen. Es ist möglich, dass Patienten nicht mehr überall optimal versorgt werden können. Wenn wir alle diese drei Maßnahmen beherzigen, meine Damen und Herren, dann können wir und dann werden wir auch sehr viele Infektionen verhindern. Diese Maßnahmen werden uns noch lange begleiten. Auch dann, wenn es in absehbarer Zeit einen wirksamen Impfstoff geben könnte. Denn es wird leider dauern, bis sich alle, die das möchten, impfen lassen können. Wir haben nur dieses Paket, und das ist ein großes Paket von Maßnahmen, die wir alle tragen müssen. Dann kriegen wir die Zahlen runter. Wir haben es ja belegt, dass es geht im Frühjahr. Aber natürlich ist es im Winter schwieriger, ganz einfach deshalb, weil eben wir uns mehr in geschlossenen Räumen aufhalten und damit wird es dem Virus leichter gemacht. Aber es geht. Wir können es, wenn wir uns nach wie vor zusammenreißen, dann schaffen wir das. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, ich weiß auch aus Umfragen, dass die Mehrheit der Deutschen verstehen, dass diese Maßnahmen greifen und dass es ein Paket von Maßnahmen ist und dass die alle zusammen viel Bereich erreichen können. Aber ich kann es nur noch mal sagen, wir müssen hier noch ein paar Monate wirklich die Pobacken zusammenkneifen und das machen wir auch und dann können wir das runterbringen. Auch wenn wir dann runterkommen, wir müssen natürlich auch danach dieses Maßnahmenpaket der AHA-Regeln, der Einschränkung von Kontakten, das müssen wir ja auch danach fahren. Das werden wir noch den ganzen Winter fahren müssen. Die Frage ist nur, in welcher Ausprägung das ist. Ohne das Einhalten von AHA-plus-L-Regeln wird es sicher nicht gehen. Diese Maßnahmen werden wir noch viele Monate fahren. Aber wir haben natürlich schon Zahlen, die hatte ich beim letzten Mal auch vorgestellt, wo nach unserem Wissen, also nach den Zahlen, die uns die Gesundheitsämter zur Verfügung stellen, nach diesem Wissen, was eine eingeschränkte Wissen ist, aber trotzdem ein aussagefähiges Wissen ist, wo sich die Menschen anstecken. Und wir haben bislang keinen Hinweis darauf, dass diese öffentlichen Verkehrsmittel eine wichtige Rolle spielen. Das können wir nicht ausschließen, aber wir wissen es nicht genau. Es spricht bislang nichts dafür.